Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf der Karte von Thüringen, Version 3.1. Ich werde mal schauen, das hat schon gekeimt, ob wir da vielleicht düngen können. Düngen ist aber das Wichtige wie Unkraut. Unkraut können wir jetzt so nicht nacharbeiten, beziehungsweise können schon, aber das ist 100% gedüngt, Aussaat. Da auch, die 60 sind bei. Die 49 können wir düngen. Okay. Dann fahren wir da hin. Weil Unkrautbekämpfung, das geht auch noch. Ja, morgen. würde jetzt auch gleich gehen, aber wie gesagt, Dünger müsste reichen. Und dann machen sie es aber voll. Aber nicht komplett. Weil ich möchte auf keinen Fall, dass die Sämaschinen trotzdem nichts mehr haben. Ne? Die muss das trotzdem alleine holen, aber man weiß ja nie, ne? Na, klappt das? Nee. Muss ich noch versuchen mal zu testen. 1, 2, 4, 5, 6. Ja, ich wünsche allen einen schönen Samstag. Kannst du unten vergessen. Ja, heute ist bei mir Donnerstag. Ich mache heute die Aufnahmen fertig. Für morgen auch noch. Dann ist Thüringen abgeschlossen. Das ist Version 3.1. Das ist jetzt die gefixte Version. Und ab heute ist auch das DLC drauf für Pöttinger Maschinen und andere Geräte. Aber ich habe es ja gemacht wie in der Ballpresse. Da fehlt noch Möglichkeit, noch bald noch. Die ersten Grasballen pressen für die Silage, für die Kühe. Mais geht für die BGH drauf und das andere Elefantengras geht auch für die BGH drauf. Aber die Grassilageballen will ich für die Kühe nehmen. Hauptsächlich. Also das andere Silage, wenn keine mehr wäre, kann man auch theoretisch nehmen. Ne? Sägewerk noch kaufen, naja, bisschen Holz machen, Paletten. Ist aktuell im Frühling ist ein bisschen viel Arbeit, weil die ganze Aussaat, die ich aus dem Herbst mache, nicht machen konnte wegen Neustarter Karte. Ist halt so, ne? So hat der Bruder Pflegebereifung. Jo. Ist zwar aktuell nicht ganz so dramatisch, aber es wäre sicherlich sinnvoll daran zu denken, ne? Weil es doch mal es weiter wächst, dann ist es ungünstig. So. Den Kurs speichern wir jetzt nicht. Dürfte eigentlich heute schaffen. So. 2. Da dürfte nicht Problem sein. Ein Fahrzeug. Zurück einstellen. So, nur mal gucken, heute noch ein Fahrzeug da für Unkrautbekämpfung. Das muss ja eh gemacht werden. So, da wird gedüngt. Da ist die Aussaat bei und 47 kommt dann auch noch, sobald die fertig sind. Also, das wird eher zur nächsten Aufnahmesession sein. Ne? So, den fahren wir runter. Den können wir nicht verwenden für irgendwelche Experimente. Das werden wir einklappen. B. Dann. So. Transportstellung und dann geht das Richtung Hof. Wohin genau? Keine Ahnung. Den Traktor brauchen wir erstmal nicht. Da müsste ich mir so einen Unterstand errichten und bauen, wo das dann entsprechend stehen kann. In der Halle theoretisch, so wie jetzt steht, könnte er schon da rein. Ne? Ich stelle mal hier jetzt mal so hin mit Fahrzeug.
Sollte eigentlich keine Probleme für die anderen Fahrzeuge geben, die vorbeifahren könnten. So, mal gucken, ob wir noch hier einen Traktor stehen haben. Grasmähen kommt noch nicht, nicht vorgesehen. Jetzt erstmal nicht. Mal sehen, ob wir die Felder entsprechend fertig kriegen. Wir könnten schon Gras mähen, ne? Und unser. Da ist er doch. Könnten aber eigentlich die Pöttinger-Maschine hinten anschließen gleich. Wenn wir da hätten. Wir haben nicht da. Wir fahren mal mit diesem Traktor zum Händler und lassen hinfahren. Immer so. Hoffe, dass die nicht verpackt sind, ne? Und den stellen wir normalerweise beim, beim Stall hin. Können wir gleich mal einen Blick riskieren, ob da genug Silage drin ist. Heu eigentlich schon, aber Silage könnte man was nachkippen bei Gelegenheit. Sollte aber doch heute noch reichen. So, könnte man theoretisch, wer den Traktor hingestellt. Hier könnte der rein. Das können wir mit anderen auch machen zur Not. Wir fahren mal jetzt zum Händler. Und zwar, das ist mal wichtiger. Und auf geht's. Na, kommt er durch? Schwierig. Gut, unterwegs. Brauchen wir weiter für. Und dann gehen wir hier vorne rein. Wieder ein Traktor frei ist. Ja, die kann nicht Pflegebereifung. Aber den Bruder kann ich nehmen dafür. Den Bruder. Den Steiertraktor. Den Güllefass werden wir hier gleich mal hinstellen. Dann werden wir ihn umrüsten und dann gleich mal. Oh ja, genau. Ist ja noch voll, ne? Müssen wir was holen. Das ist im Stall kein Platz, das ist das ganze Problem. Ich habe hier eben ein Platzproblem. Zu viele Geräte, zu viel. Obwohl ich könnte einige verkaufen, ne? Also der grüne Güllefass, das eine könnte ich noch verkaufen. So. Ja, da muss ich noch lernen, zu gucken, dass ich hinten abkabbeln. Mann, da hat mir jetzt gerade die Gabel sehe, was habe ich da Kettle und Kopf gequält, die Ballen auf den Hänger zu kriegen. Ey, yay. Das war eine Katastrophe, sag ich euch. Ich war schon drauf und dran, die Sache aufzugehen, aber ich hab's dann doch noch geschafft. Da hieß es, sollst du 4 Ballen draufbringen und immer einer gefehlt. Und den Augenblick, wo es fehlte und den 5. was drauf hatte, fiel hier einer runter. Na super. Wieder weiter quälen. So, Pflegebereifung, geht das? Ja, es geht. Okay, passt. Konfigurieren. So, dann bleibt es wieder anhängen, ne? Mein Gott, unbedingt braucht das nicht, ne? Aber sonst ist der ja wieder. Und das geht bei Kettle und Kopf nicht. Sonst wäre das alles kein Problem, ne? Na ja, gut, okay. Vielleicht kommt das noch. Hoffen wir mal, ne? Oder ich habe die Einstellung nicht gefunden und das Gerät nicht gefunden zum Einstellen. Kann sein. Den Lenker habe ich auch gefunden. Wie das geht, aber wie gesagt, mit dem
Tank ist gefüllt, ja. Wir werden auf Feld 10 anfangen mit Unkrautbekämpfungsmittel, also Unkraut zu bekämpfen. Das ist ganz wichtig, weil das kommt irgendwann. Bei Pferdegras und so, da braucht das nicht machen, das ist ja nicht notwendig. Aber in dem Falle Dünger schon bei 50%. Boah. Das ist nicht gut. So. Du fährst Feld 10. Und tschüss. Der Anne ist unterwegs. Dann kaufen wir gleich mal die Maschine. Das Gerät. Ballentechnik. Was können wir da Schönes, ne? So. Mit Ballendreher. Folienfarbe. Nur die Standardfolienfarbe ist mir so blöd. Nehmen wir weiß. Ich habe dunkle Probleme. 4000 Liter, ja. Kaufen. Wo sind die Bügel? Ach, die sind unten. Die habe ich neulich gestrahlt. Aber habe ich schon gekauft? Ich glaube schon. Na, ja, habe ich schon gekauft. Ne? Zwei kann man nicht gebrauchen. Lieber Wasser zu geben. Jetzt wollte ich noch machen, schnell Wasser geben. Das war nämlich hier nämlich knapp. Putzen können wir immer noch machen, ist nicht tragisch. So, Zeit 12. Das irritiert mich, diese Wasserhähne irritieren mich gewaltig. Ach, hier ist das Schweinestall. Gut, nicht irritieren, ne? Also. Da habe ich ja auch was vor, aber wie gesagt, Schweine sehen, dass wir immer Zeit für haben. Das sieht ja aktuell nicht danach aus. Wenn alles ausgesät ist nachher, Unkraut bekämpft ist, gedüngt ist nachher, dann sieht das ganz gut aus. Wo ist der Traktor hin? Da ist ein gutes Stück. Ja, da kommt er ja schon. Ja. Die Neuentwicklung. Da bist du ja schon. Einen großen, schweren Gewicht. So. Den fahren wir erstmal zum Hof. Die müssen ja vorher mähen, ne? So. Entschuldigung. So. Das war nichts, Junge. Da ist nichts zu holen. Wir müssen zur Straße fahren. Das ist zwar Straße, aber nicht die, wohin wollen. So. Dann kann er schon mal aufdüsen, ne? Gut, dann haben wir jetzt den Mäh wegschnappen. Kurze Kontrolle, da ist er bei. Das sieht gut aus. Düngen ist fast durch. Der macht nur die zweite Runde. Warum fährt er so rum? Egal. Wurscht. Wieso fährst du jetzt nicht weiter? Ist er etwas zu dicht dran, ne? Normalerweise
doch eigentlich Platz. Bist ein Sträuch. Normalerweise fährt er hier nicht lang, normalerweise im äußeren Bereich. Ich wollte ja Gras mähen. Ne? Können wir erst mal Hoflinwiese mähen? Und dann können wir unsere die Ballen mal testen. Also das wird ja, naja, sehr schwierig werden, ne? Weil da ist ja noch ein bisschen mehr Gefälle als gut und böse ist, ne? Teilweise. Ganz links. Ob das klappt, mal sehen. So, sieht's aus. Top. So. Normalerweise hätte ich also Mähwerk noch gekauft, aber wir haben den Krone da und daher. Jetzt könnte der Flug stören, ne? Jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen markieren. Die, obwohl das nicht funktioniert. Das funktioniert nur, wenn wir jetzt theoretisch wenn wir theoretisch das so machen würden, also jetzt ist Fruchtabstörung nicht eingeschaltet. Wollten wir es platt schaffen. Die Flüge müssen auch runter, wird aber nicht klappen, glaube ich, wenn das eine andere. Ja, das ist ja auch. Ja gut, das wird nicht stören. Oh, geht auch. Ich dachte, geht nicht, aber falls er hier vorne mähen will, ne, das kann natürlich auch sein, dass ich das wäre es unschön, wenn man da unterbrochen werden, ne, von der Arbeit her. Ist nicht ganz perfekt, aber gut, die fährt eigentlich keiner lang normalerweise. Also, da muss ich noch was einfallen lassen, damit ich am besten stehen kann. Am besten hier vorne irgendwie eine Art Garage aufbauen oder eine Halle. Eine Halle wäre auch gut. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter mit Grasmähen auf der Wiesenhof Nummer 62 normalerweise. Ne? Ja, dann geht's weiter hier in Thüringen. Dann noch tschüss, in den Winkel und bis dann und ciao und tschüss.